Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Was war das denn jetzt gerade? Auf einen Schlag 86 Frames ging verloren. Jo, wie kann ich euch helfen, Meister? Das ist schon mal gut. Mit Codierungsverzögerung 86 Frames. Habe ich so auch noch nicht gesehen bei Oblivion. Dass auf einen Schlag so viel wegging, aber okay. Wir haben einen Auftrag für die Diebesgilde. Wir müssen hier Steueraufhebung für die Armen aktiv schalten. Wir müssen das Geld wieder zurückholen von den Armen, die Hieronymus Lex geklaut hat, sagen wir mal, oder eingetrieben. Speicher einmal hier. Dann gehen wir rein. Kaiserliche Waffe. Kaiserliche Waffe. Wir haben gespeichert. Bei der Gnade Asuras. Hat man denn hier gar keine Privatsphäre mehr? Raus hier! Wieso kann er mich sehen? Ich bin eure Ablösung. Meine Füße bringen mich um. Ihr seid nun außer Dienst. Neuer Tag, neuer Septim. Wie spät haben wir's? 3 Uhr morgens. Nehmt eure Pause. Neuer Tag, neuer Septim. Ich bin gekommen, euch abzulösen. Ja, löst euch ab. Ich habe Hunger. Bitte löst euch ab. Ihr seid nun außer Dienst. Es wird allmählich Zeit. Ich muss hier hoch. Ich bin eure Ablösung. Ja, meine Füße bringen mich um. Geht einfach, ihr zwei. Irgendwohin, aber geht. Nehmt eure Pause. Gut, ich habe Hunger. Geht mit Akatosh, aber geht einfach, ja? Ihr seid nun außer Dienst. Gut, ich habe Hunger. Nehmt eure Pause. Es wird allmählich Zeit. Ja. Jetzt. Ach du schon wieder. Dies ist die letzte Warnung. Braune Schüssel? Hä? Es geht noch weiter nach unten. Okay. Halt! Ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Zahlt die Geldstrafe, oder ihr landet im Gefängnis. Wie? Die gestohlene Ware ist hiermit sichergestellt. Ich dann zahle mit deinem Blut. So, wo ist die Dings hier drin, ne? So. Ich habe die Steuerunterlagen gefunden. Nun zurück mit ihnen zu Aramant ins Hafenviertel. Das nehmt ihr auch mal mit? Stopp, Dieb! Zu den Waffen! So. Tschüss! Ich ergreif mal eben die Flucht. Ich
den Gre... Er greift eine unschuldige Frau an. So. Darf jetzt keine Unschuldigen töten. Ich habe jetzt einmal aus Versehen draufgehauen. Hier haben wir noch eine Nierenwurz. Akrobatik ist verbessert. Nice. Wie viele Nierenwurz habe ich mittlerweile? Der läuft mir ja immer noch hinterher. Der dürfte mich jetzt nicht mehr sehen, oder? Der müsste mich doch irgendwann verlieren. Oder sehen die mich, weil ich am Leuchten bin? Liegt das daran? Apropos, eine Sache will ich jetzt eben kurz kontrollieren. Infamy, also Schande ist bei 2. Und das geht ja noch. Ich gehe mal davon aus, dass es daran liegt, dass ich am Leuchten bin. Licht. Ich glaube, das liegt daran. Tatsache. Er ist weg. Huni? Von einer Münze kann ich einen ganzen Tag leben. Hier habt ihr eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. So, Gerüchte. Jeder spricht über den großen Sieg über Merunes Dagon. Ich kann noch kaum glauben, dass die Oblivion-Krise vorüber sein soll. Ja, okay. Möge Anu euch segnen. Ich gehe mal kurz nach Hause. So, machen wir mal 20 Stunden draus. So. Jetzt müsste er aber da sein. Ja, er ist da. Und er ist noch nicht abgehauen. Habt ihr die Steuergelder gefunden? Ja, hier sind sie. Ah, der Graufuchs wird sehr zufrieden sein. Wir werden es den Leuten zurückgeben. Kaum zu glauben, dass dieser Narr den ganzen Weg gekommen ist, um so eine lächerliche Summe einzusammeln. Behaltet's! Ich wollte den Wachen nur zeigen, dass sie zu weit gegangen sind. Ich finde, es ist an der Zeit, euch zum Straßenräuber zu befördern. Nice. Ich gratuliere euch zu eurem neuen Rang in der Gilde. Okay, wie sieht's jetzt aus mit dem Graufuchs? Ihn gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Es geht die Legende, er sei unsterblich. Ich weiß nicht, aber normal ist er ganz sicher nicht. Okay, kannst du mal Geldstrafen zahlen? Ihr könnt gegen euch verhängte Geldstrafen bei der Wache erbringen, die Zeit absitzen oder mir die Hälfte zahlen und mich machen lassen. Okay, ich zahle meine Geldstrafe. Wird erledigt. Ich werde alle Unterlagen zu euren Straftaten verschwinden lassen. Dankeschön. So, gibt's noch einen Spezialauftrag? Die Gilde hat den Auftrag erhalten, eine einzigartige Statue zu stehlen. Es ist eine Büste von Lataza Indaris, der kürzlich ermordeten Gräfin von Chardinal. Euch wird eine angemessene Summe gezahlt. Nehmt ihr diesen Auftrag an? Ich nehme es. Hervorragend! Bringt sie zu mir, wenn ihr sie habt. Okay, nach Chardinal. Schatten. Ich habe mein Ziel erreicht und Dieb ist gut im Wert von über 100 Goldstücken verhökert. Ich sollte mal bei Armand vorbeischauen, vielleicht hat er was für mich. Mögen euch verbergen. Ich habe doch jetzt eine neue Quest. So, zieh das Ding wieder an. Armand von der Diebesgilde hat mich gebeten, die Büste von Lataza Indaris von Chardinal zu stehlen. Sie wollen mir 100 Goldstücke dafür zahlen.
Ja, wir sind erstmal ein Weilchen unsichtbar unterwegs. Aber ich glaube, es liegt daran, dass wir am Leuchten sind, dass die uns sehen können. Ich glaube, ich muss diese Daedra-Rüstung ausziehen, wenn ich als Dieb weiter unterwegs sein will. Hallo! Hallo! Warte mal, ich mach Querfeld ein. So ein Umweg. Ich habe wenig Lust drauf, muss ich ehrlich zu gestehen. Chardinal liegt im Osten. Muss ich ganz kurz überlegen, wo das war. Warum ist der so schwarz? Was ist mit dem Mond? Merkt mich irgendwie gar nicht, dass er jetzt so schwarz ist. Also, der hatte ja... War das der rote oder der andere Mond? Ich glaube wirklich, es liegt am Licht. Anders kann ich mir nicht erklären, warum die uns sehen, wahrnehmen. Weil ich glaube, das leuchtet nicht nur für die, nicht nur für uns, sondern auch für die. Komm her, kleine Krabbe. Lassen wir, dass die alles beleuchten. So, und da ist der Weg. Ich finde es krass, dass eigentlich hier nirgendwo mehr Oblivion-Tore sind. Sind eigentlich alle jetzt mittlerweile geschlossen? Jo, hier kann man besser kämpfen. Gibt es überhaupt noch welche? Warte mal, wenn ich jetzt auf die Karte gehe. Hier war eins. Den hatten wir, glaube ich, aber nicht gemacht, oder? Das will ich mir jetzt mal ansehen, ob der noch existent ist. Normalerweise müsste man den jetzt sehen, oder? Hey! Der ist geschlossen. Okay. Dessen Ruinen sind noch da. So, Wälder haben wir entdeckt.
Eine Banditin. Eine Magierin. Okay, wenn es ein Bandit gewesen wäre, wäre es was anderes. Uff. Boah, gibt es hier noch einen Nierenwurz irgendwo? Irgendwo eine versteckt? Ja. Ich hoffe auf noch mehr versteckte Nierenwurzel. Leider nicht. Okay, den haben wir. Einmal kurz heilen. Waffe, aber einen dädrischen Hammer. Und jetzt halt um und dädrischer Kriegshammer, wo auch immer der das her hat. Das nehmen wir mit. Gleich kommt noch der zweite. Wo ist denn der zweite Bandit? Hier nicht noch ein zweiter Bandit sein? Anscheinend nicht. Okay, wie geht es euch? Rukius der Weise? Bitte gebt reichlich, edler Herr. Ich hab dir eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. Graf Indaris gab kürzlich eine Büste Latasas in Auftrag. Sie soll von Elfen geschnitzt worden sein. Er stellte sie in der Kapellengruft nahe ihres Grabes auf. Zudem stellte er eine Wache zur Wahrung ihrer Grabruhe ab. Früher konnte jeder sie besuchen, doch jetzt ist ihre Grabstätte nicht mehr öffentlich zugänglich. Es heißt, die Krypta sei verwunschen. Okay, danke schön. Möge Arkai euch segnen. Ich speichere einmal. Die Krypta. Ich grüße. Hier von der Kapelle die Krypta oder? Ich glaube, wir müssen hier schon rein. Kapellenwurf. Tür geöffnet mit Schlüssel für Gruft der Alkai-Kapelle. Wir haben Schlüssel dafür? Einen Moment. Vorsichtshalber ausziehen, damit wir im Dunkeln hier unterwegs sind. Vielleicht nochmal kurz speichern. Schleichenfertigkeit verbessert, nice. Ich glaube, ich sehe schon.
So, ich habe die Büste zurück zu Amman. Altar der Neuen. Die hat nicht wahrgenommen, dass die Büste weg ist. So. Ich glaube, es liegt wirklich an dem Licht, dass wir gesehen werden. Nachrichten, Bürger. So. Da stand jetzt gerade was irgendwie von einem Kampf mit einem Freund. Hey! Können wir uns dem ergeben? Ich weiß noch nicht wie. Hast du davon? Ebenerzpfeile nehmen wir mit. Alles aus Glas hat er. Außer die Beinschienen. Okay, man kann sehen. Ich bin jetzt ein fliegender Pfeil. Ich hoffe, das hat keinen Einfluss darauf, wie gut wir entdeckt werden. Ein Moment. Wir haben hier in den Jaralbergen eins auf jeden Fall nicht gemacht. Hier Frostcracks bei. Das hier, das Tor haben wir nicht geschlossen. Ich will wissen, ob das jetzt geschlossen ist oder nicht. Es wäre schön, wenn man nochmal irgendwie in die Totenlande von Merunes Dagon eintreten könnte. Dass man diese Möglichkeiten noch hätte. Noch ein Bandit. Stirb, du Ratte! Der Eldritcher Streitkolben. Woher habt ihr alle das? Ja, aber solange wir als Dieb oder Assassine unterwegs sind, würde ich sagen, behalten wir auf jeden Fall den Ring an. Kriegsfürst, wo kommst du denn her? Wie viel Leben hat der? Oder ist meine Waffe einfach hinüber? Was Brauchbares? Nö. Okay. Aber wo kam der Kriegsfürst her? So, einmal müssen wir alles reparieren. Ja, da ging auf jeden Fall einiges schon zu gut.
So, das war's mit der Karte. Warte mal, war hier irgendwie vielleicht irgendwo. Eine Nierenwurz. Die ist wichtig. Jede Nierenwurz, die wir finden, müssen wir einsammeln. Ich will das mit Synderion auf jeden Fall fertig haben. Nur schade, was mit ihm in Skyrim passiert ist. Na? So. Die Insel müssten wir auch einmal umrunden und gucken, wie viele Nierenwurz hier sind. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die Insel auch einmal und dann die Seite vom Ufer einmal komplett. Und das ist eigentlich auch im Grunde eine... Ne, doch nicht. So, dass wir einmal so... bis hierhin. So, die Insel nochmal. Festung Grief. Hier einmal, so, bis da unten hin. Und von hier auch nochmal. Und hier hinten müssen wir auch einmal alles erkunden. Das ist das Einzige, wo wir bisher noch gar nicht waren, glaube ich. Zumindest nichts entdeckt haben. Nicht sein, dass wir da noch nichts gemacht haben. So. Maranar, ja? Samtkleidung. Ich will mal wissen, wie das bei mir aussieht, wenn ich jetzt den Ring einmal ausziehe. Budgetier-Ring einmal ausziehen. Das und das. Ich mach dafür die einmal weg. Zauberpichel-Amulett sieht einfach aus wie das Amulett der Könige. Das Hafenviertel läuft über vor kaiserlichen Wachen. Sie suchen nach Armand Christoph. Ich bin sicher, er wird nicht um Mitternacht auftauchen. Darilovs Garten ist ein zu heißes Pflaster. Ich muss herausfinden, wo er sich versteckt. Vielleicht weiß das einer der Mitglieder der Diebesgilde. Okay, ich ziehe das wieder an. Den Khajiit-Ring. Das. Nee, das lassen wir definitiv nicht an. Wie laufen wir ohne Hose? Ah, das hier war das. So. Kann ich ihr die Dinger wieder anziehen? So. Nein. Ihr habt Hände wie ein Schmied. Ihr müsst wohl eure Ausrüstung auf.
Hallo. Was? Was habt ihr für Neuigkeiten? Habt ihr Armand Christoph gesehen? Hi. Was wollt ihr? Könnt ihr nicht sehen, dass ich mitten in einer Untersuchung stecke? Dem Himmel sei Dank, ich habe euch gefunden. Ich nehme an, ihr habt gehört, dass Hieronymus Lex einen Haftbefehl für Armand Christoph erlassen hat. Wo ist Armand Christoph? Er versteckt sich. Armand wird beschuldigt, die Büste von La Tasa Indaris von Chardinal gestohlen zu haben. Angeblich hat Graf Indaris selbst die Anklage erhoben. Das sollte ich besser nicht besprechen, während Hieronymus Lex neben mir steht, aber was mache ich mit der Büste? Es gab keinen Kunden, der den Diebstahl von Latasas Büste in Auftrag gab. Armand benutzte euch, um einen Spitzel zu enttarnen, der sich in die Gilde eingeschlichen hatte. Einen Moment. Ja. Wer ist der Informant? Mevrina Arano. Armand braucht nun eure Hilfe, um sie auszuschalten. Ihr werdet den Diebstahl der Büste Mevrina in die Schuhe schieben. Sie lebt im Hafenviertel. Wie? Legt die Büste in ihren Schrank. Sie darf euch dabei auf keinen Fall sehen. Dann erzählt Hieronymus Lex, dass sie der Dieb ist. Er wird euch wahrscheinlich nicht glauben. Also müsst ihr ihn überzeugen. Hoffentlich wird er es wenigstens überprüfen. Was könnt ihr mir über den Graufuchs sagen? Niemand weiß genau, wer er ist. Er verbirgt sich immer unter dieser komischen Kapuze. Ziemlich unheimlich, wenn ihr mich fragt. Was wisst ihr über Hieronymus Lex? Er ist Hauptmann der kaiserlichen Wache. Er liegt in Fehde mit der Diebesgilde und dem Graufuchs. Ich hörte, der Graufuchs habe Lex vor Jahren gedemütigt, als dieser Armand Christoph wegen Diebstahls verhaften wollte. Lex hat dies nie vergessen. Okay, Schatten mögen euch verbergen. Ich glaube, ich ziehe mal mein Harnisch wieder aus. Und speichere einmal hier. Mevrina Aranos Haus. Ich hoffe, die ist nicht Haltet da. Auf der Stelle ein, Abschaum. Niemand bricht das Gesetz während meiner Wache. Ich konfisziere eure gestohlene Ware. Zahlt jetzt eure Strafe oder ab ins Gefängnis. Hä, ich dachte, weil ich unsichtbar bin, sieht... Dann zahle mit deinem Blut. Jetzt ist... Ihr hättet die Strafe bezahlen sollen. Tschüss. Bleib da weg! Greif ihn nicht an, du! So. Ich hoffe, ich bin weit genug weg. Aber wie? Ich dachte, wenn ich unsichtbar bin, reicht das. Wenn ich das hier aus habe, müsste das doch eigentlich reichen, oder nicht? Ist hier eine Wache in der Nähe? Die müssten mich doch eigentlich nicht sehen. Ich hab doch... Ich bin unsichtbar. Warte mal, ich lade einmal ganz kurz... Das hier. Hauen und stechen. Was Urbul dort vorhat. Ich bin unsichtbar. Ich leuchte auch nicht. Jeder spielt.
Könnt ihr mir sagen, wo sich Armand Christophe versteckt hält? Nein, kann ich nicht. Kannst du bitte, ja, genau, in diese Richtung gucken. Beobachtet er mich? Könnt ihr mir sagen, wo sich Armand Christophe versteckt hält? Nein, bitte tut mir nicht weh. Irgendwer sieht mich noch. Jetzt vielleicht? Das dürfte mich keiner sehen, ne? Die liegt hier noch. Wo muss ich das genau verstecken? Mithrid Hel hat Verbindung mit mir aufgenommen. Sie sagte, dieser ganze Auftrag sei nur dazu da, den Maulwurf zu enttarnen. Ein Dunkelelfe namens Myrena Arano. Sie sahen allerdings keine Möglichkeit, mich in den Plan einzuweihen. Sie hat spezielle Anweisungen von Armand, die Büße in Myrenas Schrank zu platzieren. Dann muss ich Hieronymus Dex finden und sie verpfeifen. So, die Büste befindet sich in Myrenas Strand. Jetzt muss ich dem Windbeutel Lex sagen, wo er sie finden kann. Den Windbeutel. Habt ihr auch Armand Christophe gesehen? So einmal mein Ding hier wieder anziehen. Nichts. Gruß euch. Keine Spur von Armand Christophe, Sir. Ich glaube, es nervt ein bisschen so, wenn wir den Ding anhaben. Nichts bisher. Habt ihr Armand Christophe? Was wollt ihr? Könnt ihr nicht sehen, dass ich mitten in einer Untersuchung stecke? Die Büste von Latasa Indaris. Ihr wisst, wo die Büste versteckt ist? Eigentlich nicht. Ich habe geschätzt. Myrena Arano hat es. Eure Glaubwürdigkeit ist zweifelhaft. Ihr müsst euch schon mehr Mühe geben, wenn ihr mich überzeugen wollt. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich starte mal. Ich glaube euch nicht wirklich. Witz? Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Einverstanden, ich habe keine Wahl. Ihr seid erbärmlich. Der war gut. Bitte nicht, dass ich nicht lache. Ich glaube es nicht. Seht ich nicht, Bean. Jedes kleine bisschen hilft. Das ist sehr gut. Ihr wisst, wo die Büste versteckt ist? Ja, es ist bei Myrena. Seid ihr sicher? Das kann nicht sein. Sie ist meine... Ich meine, sie scheint gar nicht der Typ zu sein. Es ist in ihrem Schrank. Ich glaube euch nicht, aber ich muss euch trotzdem überprüfen. Wenn ihr recht habt, hat das schwere Konsequenzen. Ihr müsst mich begleiten. Kein Problem. Ich komme mit. Was, die Elfenjungfrau? Und was ist? Was ist sie, eure? Hey, ihr hattet recht. Was habt ihr vor? Dieser Bürger beschuldigt euch, die Büste der Latasa von Chardinal gestohlen zu haben. Ich habe die Büste sogar in eurem Schrank gefunden. Was habt ihr dazu zu sagen? Narr! Ihr habt mich der Diebesgilde gegenüber enttarnt. Der Bürger ist das Mitglied der Gilde, das den Diebstahl ausgeführt hat. Leider habe ich für euch keine weitere Verwendung. Wenn das, was ich gehört habe, wahr ist, seid ihr der Dieb. Wenn das, was ihr sagt, wahr ist, weiß der Graufuchs, dass ihr mein Spitzel seid. Auf jeden Fall ist es vorbei. Ihr habt doch nicht wirklich geglaubt, dass ich jemandem wie euch lange traue. Aber ich war euch stets ergeben. Ich habe alles berichtet, was Armand getan hat. Ihr könnt mich nicht einfach fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Oh doch, ich verhafte euch wegen des Diebstahls der Büste von Latasa Indaris, Gräfin von Chardinal. Folgt mir. Hieronymus Lex fand meine abgestellte Büste. Jetzt muss ich nur noch Armand Bericht erstatten. Leider muss ich bis zum nächsten Mitternachtsschlag warten, bis er in den Garten von Darilov zurückkehrt. Habe ich jetzt ein neues Zuhause? Die Büste ist nicht mehr da, schade.
hier habe ich nicht. Mal gucken, ob ich hier noch mehr Hehlerware finde. Leitfaden für Bruma. Na, gute Hehlerware gibt es hier jetzt nicht. Ich sehe, ihr seid auch ein Anhänger des Graufuchses. Ich kann gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn ihr und Martin Dagons Invasion nicht aufgehalten hättet. Aber es ist vorbei. Dank Akatosh ist die Invasion aus Oblivion vorbei und wir leben noch. Ich zahle meine Geldstrafen und Gaben. Armand Christophe und Skriva haben mit den Wachen und Richtern in ganz Cyrodiil spezielle Vereinbarungen. Sie können alle Haftbefehle verschwinden lassen, für nur die Hälfte der Geldstrafe. Okay, mehr nicht, okay. Schatten mögen euch verbergen. Gut, Der läuft, so ein bisschen mit dem Kopf. So, Bett. Es ist 10 Uhr. Warten wir 11 Stunden. Es ist immer noch dritte Ära. Ich verstehe das nicht. Müsste nicht schon längst die vierte Ära sein? Müsste er jetzt nicht kommen? Wo bleibt denn unser Freund? Ich nehme an, der Weltrakult ist auf der Insel Somerset inzwischen weit verbreitet. Es macht den Anschein, die Insel Somerset ist mittlerweile viel gefährlicher geworden. Bis später. Ich würde gerne wissen, von wo er kommt oder wohin er verschwindet. Damit ich selber die Position der Diebesgilde einmal erfahre. Ganz klar, wie weit ich springen kann. So, Amon, wo bleibst du? Jetzt muss ich nur noch Amon Bericht erstatten. Leider muss ich bis zum nächsten Mitternachtsschlag warten, bis in den Garten von Darlof zurückkehrt. Ja, aber wo bleibt er? Es ist 10 Uhr abends auch. Warten wir noch mal eine Stunde. Ich sehe, ihr folgt ebenfalls dem Graufuchs. Karin? Ihr tragt die Schatten gut, Kamerad. Schatten mögen euch verbergen. Mit eurer Hilfe habe ich den Spitzel enttarnt, der die Diebesgilde unterwandert hatte. Ich weiß, ich habe euch in der Angelegenheit mit der Büste benutzt, aber ich konnte nicht sicher sein, ob ihr mit Myvrina unter einer Decke steckt. Hier ist die versprochene Belohnung. Die Büste ist zwar dahin, aber ihr habt sie verdient. Ich verleihe euch zudem den Rang eines Banditen, was euch Zugang zu Dar-Ji als Hehler verschafft. Gute Arbeit. Dar-Ji, über die Diebesgilde. Was wollt ihr wissen? Ich möchte okay. Ihr könnt gegen euch verhängte Geldstrafen bei der Wache erbringen, die Zeit absitzen oder mir die Hälfte zahlen und mich machen lassen. Ja, achso, ich hab nichts. Das ist eure Gefängnisstrafe, nicht meine. Wie sieht's mit dem Graufuchs aus? Wir sprechen nicht über ihn in der Öffentlichkeit. Die Diebesgilde wird vom Graufuchs angeführt. Wir sorgen aber dafür, dass man ihn für einen Mythos hält. Okay, sonst... Was könnt ihr über die Kaiserstadt sagen? Immer wenn ich an diesem Tempel vorbeigehe, denke ich an diesen schrecklichen Tag. Und wie ihr und Martin uns vor der Vernichtung gerettet habt. Spezialauftrag? Leider habe ich nichts für euch.
Ich arbeite nur mit den weniger erfahrenen Mitgliedern der Gilde. Wendet euch von nun an Skriva in Braville. Ihr findet sie im einsamen Freier. Ich würde euch nicht empfehlen, sie zu Hause zu stören, es sei denn, die Tür ist unverschlossen. Skriva? Okay. Was? Skuma? Seid ihr taub? Sagte ich nicht bereits, dass sie in Braville ist? Okay. Schatten mögen euch verbergen. Nach Braville, also ab in den Süden. So, Armand ist nicht mehr länger meine vornehmliche Kontaktperson in der Liebesgilde. Mein neuer Ansprechpartner ist Skriva in Braville. Sie ist entweder in der Arena oder der einsame freie Unterkunft. Ich sollte sie nach Aufträgen für mich fragen. Aber nicht in der Arena hier, Ich schwimme mal darüber und dann machen wir uns auf den Weg nach Braville. Vielleicht noch mal ganz kurz alles reparieren, was wir haben. Perfekt. So, ich frage mich jetzt eigentlich, ob die Leute hier auch ganz normal Dingens hier, der Rüstung jetzt rumtragen. Wir hatten hier letztens in der einen Stadt da, oder Dorf, Daedra-Waffen und so weiter gehabt. Ob die jetzt auch daedrische Rüstungsteile tragen? Hier meine ich. Ja, wie geht's? Sie komplett mittlerweile in Vulkanglas. Sie hat enorm aufgestockt. Obwohl, warte, sie hat hier, bleibst du einmal kurz stehen? Ja, das ist eben... Hä? Das ist daedrisch. Da sind rote Akzente mit bei. Aber sie ist komplett auf Vulkanglas umgestiegen. So, jetzt ist die Frage, gibt es hier auch wieder neue Gegner? Drei Bambis zählen auch als Gegner. Oh, ich muss da irgendwie an The Forest denken mit den Bambis. So, das ist zerstört. Gar keinen Schaden bei dir. Okay, jetzt hat er mich einmal erwischt. So, das hat aber gedauert. Und hier die dunkle Bruderschaft müssen wir auch noch machen. Fängt jetzt zum schlechten Omen. Tatsächlich ein Legionsforester. Stahlpfeile. So.
okay. Bin ich zu nah an dem Platz, wo sie schießen will, oder er? Hört so auf zu schießen. Der nächste Mino. Ich komme. Ach nee, ist schon wieder einer. Den Scheiß braucht man nicht. Bitte kommt da jetzt nicht noch einer. Oder noch schlimmer ein Bär. So, Waffenspielfertigkeit verbessert. Ich freue mich schon, sobald wir das auf 100% haben. Welche Stufe haben wir da schon? 86. Ja, ein Bandit. Hey! Aber hat nur alles aus Glas. Und ich hätte schon gerne jetzt ein paar Leute, die was Dänisches haben. Mir fehlen ja immer noch ein paar Teile. So, da vorne sehe ich schon Bravil. Grüße. Grüße. Hier, okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.